Ja, grüßt euch, ich bin's, der Björn. Und in diesem Video soll es einmal um die Aquariumtour im ersten Quartal gehen. Hier möchte ich heute euch mein Fluval Flex 34 Liter Garnelen-Aquarium, wie es ihr jetzt hier gerade seht, noch einmal so ein bisschen zeigen, wie es sich entwickelt hat. Hier sieht man jetzt gerade nochmal den Filterauslauf, der garnelensicher ist. Hier halte ich meine 30 Red Bees Crystal Red Bienengarnelen, den Typ 2. Und ja, angefangen hatte ich ja hier mit 10 Garnelen und jetzt sind es, wie gesagt, nach knapp jetzt, naja, 10 Monate, nee, nicht ganz 9 Monate, sind es jetzt wirklich auf 30 gestiegen. Hatte wenig Verluste, bis gar keine, also 1, 2 sind irgendwie mal verstorben, die wurden dann aber auch gleich vertilgt von den anderen Garnelen. Es war aber, glaube ich, wegen natürlichen Todes. Ja, und jetzt hier seht ihr mein Garnelenaquarium. Jetzt hier rechts ist gerade eine Fütterung. Die mache ich einmal wöchentlich mit speziellem Shrimp-Dinner, heißt es, von Garnelenhaus. Das mögen die ganz gerne. Ja, eigentlich ziemlich leicht eingerichtet. Hier ein bisschen Bodendecker. Habe ich hier vorne ein bisschen drin. Hier rechts habe ich eine schnell wachsende Stängelpflanze. Nagelt mich bitte nicht auf den lateinischen Namen fest. Die weiß ich immer nicht so auswendig. In der Mitte das Moos, was ihr vorhin gesehen habt. Das ist Flammenmoos, das weiß ich. Und hier hinten rechts an der Rückwand habe ich meine Lieblingspflanze, die Alternatera Reinecki Mini. Die wächst da hervorragend. Hier seht ihr auch, mein CO2-Versorgung ist auch eine ganz einfache und ja, eigentlich auf der linken Seite vorhin schon zu sehen, hatte ich noch den kleinen Wasserstern, Pogostomon helferi. Ja, aber die Garnelen fühlen sich hier wirklich wohl. Habe jetzt hier Wasserwerte von KH0, GH5 bis 6 immer so schwankend, je nachdem wie ich aufsalze. CO2, ja, so um die 20 Milligramm pro Liter und ja, Wassertemperatur bei 24, 25 Grad, eigentlich alles optimal. Und ja, das war es eigentlich auch schon soweit von meinem Garnelenaquarium. Jetzt kommt gleich noch mal jetzt eine Gesamtansicht als Foto hier zu sehen und dann kommen wir jetzt noch zu meinem zweiten Gesellschaftsaquarium, das Juwel Lido 120 Liter. Hier sehen wir das einmal in der Komplettansicht, so wie es jetzt aussieht. Da gab es ja schon einige Videos von diesem Aquarium. Unter anderem, wie ich halt meine Pflege mache, die wöchentliche. Ja, und dann werden wir uns das jetzt hier gleich mal ein bisschen näher angucken. Der Besatz besteht aus 10 Schmucksalmlein, auch da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Und hier seht ihr jetzt den kleinen Wasserstern, den Pogostomon helferi. Dort hatte ich euch ja mal in meinem Video, könnt ihr gerne euch da mal anschauen, verlinke ich oben, wie man den neu schneidet und neu wieder einpflanzt. Hier seht ihr mal, wie er sich entwickelt hat schon wieder, prächtig finde ich. Hier auf der linken Seite sind für meine Amano-Garnelen ja so eine halbe Kokosnussschale, die mögen die sehr gerne und auch das Flammenmoos hier oben drauf, das finden die total klasse. Da sind die oft dran und durchforsten dort nach Algen. Dort kommt schon das Männchen, hier vorne ein Weibchen und da hinten noch eine dritte. Davon habe ich 6 als Besatz hier drin. Die habe ich auch schon seit Anfang an. Das Aquarium hatte ich ja seit letztes Jahr im April gestartet. Also ist jetzt auch, ja, halt ein Dreivierteljahr altes Aquarium, läuft, hat aber schon einige Veränderungen hier. Hier seht ihr die Amanos, sind ständig trächtig, ständig tragen sie Eier, die 3 Weibchen. Und 3 Männchen habe ich also wirklich gut aufgeteilt. Genau, dort hinter seht ihr meinen Lavastein, wo ich die Anubia aufgebunden habe. Ja, und jetzt hier meine Hauptpflanze mittlerweile, ne, die Cryptocoryn.
Es ist sehr extrem prächtig gewachsen, wenn ich überlege, das war ein In-Vitro-Topf, was ich hier damals eingepflanzt hatte. Ja, keine 2 Zentimeter hoch. Und jetzt ist es hier einmal quer durch das ganze Aquarium. Und die sind eigentlich ja nur um die 30 Zentimeter. Aber hier bei mir sind sie bis an eine Wasseroberfläche und das hat hier, glaube ich, 60 cm Höhe. Dort hinten links jetzt hier meine Vallisneria nana. Auch da verlinke ich euch mal mein Video, wie ich sie hier eingepflanzt habe, wie man das so macht, wie man das machen kann. Auch ein sehr gutes Video. Und hier seht ihr das mal die Entwicklung. Also wirklich viele Ausläufer mittlerweile. Musste ich auch schon ein bisschen wieder ausdünnen, dass sie sich nicht komplett dort hinten lang schlängelt. Ja, mein Diffuser von der CO2-Versorgung. Ja, genau. Und hier seht ihr nochmal die Blätter von der Vallisneria nana so ein bisschen näher. Klar, ein bisschen Algenbelege sind drauf, sieht man hier auch ganz gut. Habe auch ein bisschen Bartalgen bekommen. Meine Düngung umgestellt, da muss ich noch mal ein bisschen dran feilen, dass es wieder normal wird. Kommen wir noch mal weiter zum Besatz. Hier zu sehen mein Pärchen Schmetterlingsbuntbarsche Electric Blue. Das ist hier mein Männchen, der heißt Leo. Und dann habe ich noch ein Weibchen. Die nennen wir Lucy. Allerdings, ja, sind wir uns nicht, oder bin ich mir da auch nicht so sicher. Es wurde mir als Weibchen verkauft, aber mittlerweile, glaube ich, ist es auch ein Männchen. Das wäre natürlich fatal, obwohl die Verhaltensweisen nicht dafür sprechen. Dann seht ihr jetzt hier im Hintergrund auch die Blutsammler. Davon habe ich 7, also 2 Sammlerarten plus den Schmetterlingsbuntbarsch-Pärchen. Dann habe ich noch 6 Rennschnecken. Zebra-Rennschnecken und Leopard-Rennschnecken. Hier nochmal der Procrostomon helferi, der kleine Wasserstern, wächst und gedeiht wirklich prächtig. Ja, und dann sehen wir jetzt hier hinten rechts die Lucy. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch denkt, es ist ein Männchen, würde mich mal sehr interessieren. Ja, die Blutsammler sind eigentlich auch ziemlich ruppige Fische, so sagt man ja. Allerdings hier bei mir geht es, sie sind untereinander ein bisschen ruppig, aber andere greifen sie nicht an. Hier nochmal die Vallisneria nana. Super, und jetzt hier nochmal die Anubia Petit. Habe ich hier von meiner Wurzel auf der rechten Seite vorhin gesehen, auch dort beschnitten und dort raufgebunden. Und hier jetzt nochmal zu sehen, die Bartalgen, die ich jetzt so ein bisschen habe, sind schon weniger geworden. Allerdings werde ich darüber dann auch mal ein Video machen, wenn ihr das wünscht. Ja, ansonsten war es das eigentlich von meiner kleinen Aquariumtour im ersten Quartal 2021. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, auch gerne ein Abo dalassen. Jeden Sonntag gegen zu 19 Uhr kommt ein neues Video. Und jetzt verabschiede ich mich mit diesem Eindruck hier, so wie es derzeit aussieht. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.